Die Zwölfe zum Gruße und willkommen zurück zu Let's Play die Schicksalsklinge. Tja, ich war gerade beim 34. Let's Play dran gewesen und dann ist mir das Spiel irgendwie abgestürzt. Jetzt musste ich das Ganze nochmal machen, also nicht wundern, dass auf einmal hier die Lebensenergie und Astralpunkte ein bisschen anders sind. Kann auch sein, dass der eine oder andere noch einen Schuss mehr hat oder so, aber grundlegend habe ich eigentlich alles genauso gemacht wie im 33. Video. Ich hatte ja hier an der Stelle nicht gespeichert und hatte dann eigentlich schon den zweiten Dungeon hier komplett schon erforscht und war fertig damit und dann ist das Spiel abgestürzt auf der Rückreise nach Runenshaven. So, aber eigentlich sind wir genau an derselben Stelle wie vorher. Hat sich nicht viel getan, eigentlich alles genau gleich geblieben. Und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Unvermittelt kommt eine Feuersäule auf euch zu, die euch alle einhüllt. Uah! Verdammt. Okay. Oh, und noch eine. Hatte ich die Falle nicht? Ich dachte, ich hätte die Falle abgeschaltet in der ersten Etage. Naja, gut. Sollten mal etwas Nahrung zu uns nehmen. Also Einbären, um wieder die Energie aufzufüllen. Komm hier, Heiltrank. Schwuppdiwuppdi. Und wegwerfen. Brauchen unbedingt neue Einbären. Ich meine, wir könnten notfalls natürlich auch hier diese Wirselkräuter nehmen, die sind wie ein Heiltrank, geben also 10. Sind also eigentlich besser als die Einbären, aber die sind halt auch teurer. Und die würde ich gerne noch behalten, weil ich die auch halt auch für Krankheiten und so einsetzen kann. So, gucken wir mal hier. An der Wand befindet sich ein Hebel. Wollt ihr ihn betätigen? Ja, mach mal. Jamila Azilla hat sich an dem Hebel die Hände verbrannt, obwohl dieser keine Wärme auszustrahlen scheint. Grrr. Eieiei. Okay. Sicherst. Da kommt der Nachschub. Reicht nicht mehr aus. Alte Attacke. Yeah. So, sichern. Ja, das muss jetzt Tarnis da oben aushalten, bis wir die erste Mumie weg haben. Aber ich denke mal, dass das ganz gut klappen wird. Und zack, die Mumie tun wir erstmal blenden. Damit die der Nahema nicht weiter Schaden zufügen kann. Und dann greifen wir sie von hinten an. In den Rücken. Ah, schade.
das wohl erspürt, wo wir sind. So. Also die Streunerin ist richtig geil geworden. Macht ordentlich Schaden, trifft oft, kann gut parieren. Also das ist echt perfekt. Ich müsste nur mal was machen, dass die bräuchten ein paar Körperkraftpunkte mehr, damit die die Sachen alle so behalten können, wie sie haben. Und die Krieger, also der Torwaler und die Kriegerin, wieder 7 Bewegungspunkte haben. Die haben nicht die ganze Zeit nur 5 und das gefällt mir nicht. Zack. Keine Chance habt ihr. Sicherst. Den Rest der Truppe brauchen wir nicht mehr. Sichern. Ein Feld nach vorne. Attacke! Ja, von hinten. Schleicherattacke. Und Meuchelmodus an. Nahema im Nahkampf mit ihrem Zauberstab. Die werde ich nur noch im Nahkampf einsetzen, weil die Werte sind eigentlich ganz gut bei ihr geworden. Und die Ninja-Sterne habe ich jetzt alle der Hexe gegeben. Ich werde wohl bald auch die Verteidigung was höher machen bei der U98. Das war ordentlich, weil es wahrscheinlich der Erstkampf war. Ah, okay. Sicher, da kommen bestimmt gleich wieder 2. Und dasselbe Spielchen nochmal von vorne. Genau, sichern. Ein Feld zurück. Nicht genug Punkte, genau, das ist das Problem. Mir fehlt meistens ein Punkt. Das ist echt blöd. Yeah, also die Streunerin, der Burner. Abwarten. Komm, fällt näher. So, wieder den Blitzzauber drauf. Erstmal Ruhe von dem haben. Und wieder von hinten. In den Rücken. Sichern die beiden. Der schießt weiter drauf. Aussichern. Und die gehen noch in den Nahkampf, falls sie überhaupt noch einen Schuss machen, einen Schlag ausführen kann.
Speichern. Alte Option. Alte Option. Nö, kommt's ja nicht mehr zu. Ja, soweit, so gut. Also hier und hier gibt's nichts mehr. Das Einzige, was passieren würde, wäre, dass wenn ich hier in eine Nische reingehe, kommt, glaube ich, wieder neu an den Stellen ein Mumienkampf. Aber haben mir zwei Stück vollkommen von ausgereicht. Autsch, diese Truhe war mit einem Ignifaxius gesichert, der sich nun voll auf Jamila Azillas Körper entlädt. Ach du je. Das tut doch weh. Die braucht eigentlich nicht so viele Wurfsterne. Komm, drei Stück, dann ist sie bei 20. Und den anderen Rest, den schmeißen wir weg. Wie viele Wurfsterne wegschmeißen? Sechs Stück, so. Ja, dann fress mal die drei Einbären hier. Starker Heiltrank. Den gebe ich mal ihr. Für den Notfall. Normaler Heiltrank. Ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus hier. Den trinkt sie jetzt mal. Zack. So, nochmal. Ein Schwert und ein Kettenhemd. Okay. Dann rasten wir mal hier. Nahima Aitamalein. Zau. Ah, ne, erst das Schwert der Nahima geben. Und auch das Kettenhemd. So. Zaubersprechen. Hellsicht. Odem Arcanum. Auf das Kettenhemd. Es mag ich behandelt worden. Ich hoffe, der Analyse hilft, reicht dafür aus. Nahima Aitamalein versinkt in Meditation. Tut mir leid, ich kann nicht sagen, was für ein Zauber hier angewendet wurde. Ja, also das ist... Ich weiß es halt schon. Man könnte es jetzt mitnehmen, bis wir höher in der Stufe sind. Werde ich nicht tun, ich schmeiße es weg. Es ist nämlich... Es ist gegen Untote stärker, meine ich, und zieht Lebenspunkte, aber leider kontinuierlich jede Runde einen Lebenspunkt von dem Träger ab. Und deswegen kann ich es gar nicht gebrauchen. So, Nahima Aitamalein, Zaubersprechen, Hellsicht, Odem Arcanum, auf das Schwert. Das Schwert ist magisch behandelt worden. Nahima Aitamalein, Zaubersprechen, Hellsicht, Analyse. Und da ist das Schwert. Nahima Aitamalein versinkt in Meditation. Tut mir leid, ich kann nicht sagen, was für ein Zauber hier angewendet wurde. Mensch. Wo hoch hat die Analyse? Zauberfertigkeiten. 1. Ja, das ist noch recht niedrig. Ja, da sie nicht weiß, was das für ein Zauber ist, wende ich das aber jetzt natürlich noch nicht an bei ihr, weil das ist halt ein sehr gutes Schwert, deswegen werfen wir das auch nicht weg. Eigentlich hätte ich auch das Kettenteil behalten müssen, das Kettenhemd, bis ich halt herausgefunden hätte, was ich überhaupt da in meinen Händen halte. Naja gut, das war jetzt nicht so rollenspielmäßig. Da wollen wir mal gucken. Ja gut, jetzt wurmt es mich, dass ich es weggeworfen habe. Naja. Nochmal neu bis hierhin spiele ich nicht. Da reicht jetzt zweimal hintereinander. So. Ein Skelett. Und das war's schon.
zwei Schwerter. So, jetzt müsste eigentlich die Höhle abgerannt sein, genau. Und dann hier runter. Gegen Zombies. Hauen wir den mal auf die Nuss. Boah. 14. Geile Sache. Ja, also die halten echt nicht viel aus. Aber die können, glaube ich, Krankheiten übertragen. Ei! 6 Lebenspunkte abbekommen. Mies, mies. Ja, die hat halt nur 2 Rüstungsschutz. So. Ist wieder gestärkt. Oder reingehen, gehen wir mal hier rüber. Oha! Ja, ein Skelett, das sowieso nichts aushalten wird. Jo, genau. Und eine Wunderkur dabei, das ist gut. Das halt Krankheiten, also das behalten wir definitiv, sehr wahrscheinlich bis in den zweiten Teil rein, weil das ist im Endeffekt ein Krankheitselixier. Die Wände dieses Raums scheinen euch irgendwie seltsam zu sein, ja. Das wird sehr wahrscheinlich, da war sehr wahrscheinlich irgendwas gedacht gewesen sein, dass hier irgendwas passiert oder so und das wurde sehr wahrscheinlich nicht umgesetzt oder... Ich habe einfach nicht rausgefunden, was man hier machen kann. Vielleicht sind die Werte von Sinnesschärfe zu niedrig bei den Vorderen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht. Aber da sind ja viele Sachen in der Trilogie, die eigentlich man nicht ins Spiel reinbringen wollte, besonders im ersten Teil, und die dann leider nicht umgesetzt worden sind, bevor der Release kam. Da oben 2 Mimischen da. Na komm, wer macht den Finalschlag? Da ist er. Also, die Gruppe, die sind ja jetzt alle Stufe 3 oder 4. Ja, alle 3, außer Dieter Miller ist 4. Und wir haben eine Streunerin Stufe 7 noch dabei. Die Harika. Und mit Stufe 3 würde man eigentlich den zweiten Teil beginnen, falls man die Gruppe nicht mit ins Spiel übernimmt. Also wir sind schon sehr mächtig jetzt. Und werden sie wahrscheinlich mit zwischen 6 und 7 das Spiel beenden.
Ja, 6 sehr wahrscheinlich dadurch, dass ich auch noch NPCs mitnehme für die Atmosphäre. Kommt sicher. Kriegen wir auch weniger Abenteuerpunkte für. Ah, ich habe den falschen bewegt. Ah, gut, egal. Dann so. So, und hier haben wir einen Ring bekommen von den Zombies. Den geben wir wieder Nahema. Zaubersprechen. Nahema Aitamalein. Hellsicht. Odenmakanum. Der Ring ist magisch behandelt worden. Zaubersprechen. Nahema Aitamalein. Hellsicht. Analyse. Und Ring wieder. Nahema Aitamalein versinkt in Meditation. Dieser Schmuck schützt den Träger vor magischem Feuer, jedenfalls eine gewisse Zeit lang. So. Also, das ist ein Schutzring gegen Feuer. Und da sie Kisten öffnet, so wie eben die Kiste, die mit Ignifatius geschützt war, wird Jamila auf jeden Fall den Ring nehmen. Sie öffnet halt ständig die Kisten für uns. So, jetzt gucken wir mal. Kriegt sie dadurch noch mehr Bewegungspunkte? Was habe ich da jetzt? Mut-Elixier? Ach komm, nimm das mal. Bäm. Noch mutiger, okay. Auf in die dritte Etage. Ihr betretet eine riesige Höhle. Der Drache in der Mitte schläft tief und fest, wie seinem Schnarchen zu entnehmen ist. Wollt ihr den Drachen bekämpfen? Leise seinen Hort plündern. Ja, wir kämpfen bestimmt nicht gegen Drachen mit Stufe 3. Das würde sehr wahrscheinlich tödlich für uns alle ausgehen. Als ihr euch nähert, öffnet die Kreatur ein Auge. Oh, Menschlein, und ganz andere als die da oben. Ich könnte euch rösten, aber das wäre vielleicht dumm. Seht ihr, vor langer Zeit wurde ich durch hinterhältige Magie an diesen Ort gefesselt. Der Schlüssel zu meiner Befreiung ist klein, aus Platin und hängt um den Hals eines dieser rothaarigen großen Menschen. Wenn ihr mich hier rausholt, teile ich meinen Hort mit euch. Würdet ihr das tun? Ja, das machen wir. Dann geht jetzt wieder nach oben, denn inzwischen sind die Menschlein zurückgekehrt. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. So. Ein Drache. Ja, in dem Spiel kommt wirklich fast alles im Fantasy-Bereich vor, was es gibt. Also das ist echt toll gemacht. Zack, so. Jetzt haben wir halbwegs. Ja, ich bin einer, der die Dungeons immer gerne die Map sieht. So, jetzt mal kurz gucken. Energie. So, 3. Und los geht's. Da sind sie. Halten hier einfach einen Drachen gefangen. Das gibt's ja wohl nicht. Ich frag mich, wie sie den überlistet haben. Sehr wahrscheinlich, weil er so viel schläft. Also es wäre auch möglich gewesen, den Drachen zu bestehlen gerade eben. Da hätten wir magischen Wurfdolch bekommen, den wir dann zweimal hätten, weil wir den gleich sowieso nochmal kriegen. Aber da reicht sowieso einer aus. Ich werde den der Miller geben. Und den wird die dann ab und zu mal vergiften und vielleicht mal auf irgendeinen Gegner zum schnell ausschalten. So. Ja, warte du besser da erstmal, obwohl du kannst nicht Beherrschungs, zaubern. Verwandlung. Armatrutz 3. Super. Jetzt hat die 5 Rüstungsschutz und die gehen natürlich voll in den Angriff. Abwarten. Glorana, die macht Fernkampf.
Titanes zerlegt den. Und die hauen jetzt mal hier drauf. Na Hema, du gehst in den Angriff. Du bist ja mächtig gepanzert jetzt mit 5 Rüstungsschutz. Verhältnismäßig. Für einen Magier. Na komm, den, dann ist er schneller down. Piratenboss. Okay. Flatsch. So, dann bewegen wir uns mal hinter dem Piratenboss. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Lebenspunkte der hat und werden mal zusätzlich auf den Schießen mit dem Fallen. Okay, der ist down. Dann beweg dich mal darüber. Au, aua. Trotz 5 Rüstungsschutz 3 abbekommen. Also 8 Schaden hatten wir genommen. So. Yeah. Zack, da war es um den Piratenboss geschehen. Ja, einmal der Nahema zur Hilfe. Genau, von hinten drauf. Schleichattacke, Trickattacke. Zack. So habe ich meinen Dieb bei Final Fantasy 11 Online jahrelang gedaddelt. Er konnte immer hinter einen gehen und dann eine Schleichattacke machen und dann eine Trickattacke und dann war das so ein Combo gewesen und dann hat der mörderischen Schaden gemacht damit. Und der ist auch futsch. Sichern. Weiter drauf schießen. Nochmal drauf. Ah, verfehlt, Tarnes. Wie kommt das denn? Das passiert selten, dass er nicht mehr trifft. Und der eine flieht. Tja. Der hier wird auch nicht mehr viel haben. Ja, und weg ist er. Platin-Schlüssel, den brauchen wir natürlich. Und 49 Abenteuerpunkte. Sehr schön. Dann gehen wir mal zurück zum Drachen. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, ein bisschen Platz machen. Dann gehen wir dann das Seil. Hammer, Seil, Axt. Hm, 12 Stück hat sie. Nehmen wir mal 8 rein. Wegwerfen. Das reicht aus. Super. 16 Stück. Das ist auf jeden Fall genug. So, ihr solltet auf jeden Fall was essen. Und auch was trinken. Und zwar alle.
Das sieht nämlich gar nicht gut aus hier. Oh, das ist ganz schlecht hier. Ist mal was. Mädel, Mädel, Mädel. Na komm, das geht. Das seht ihr hier natürlich, ne? Hunger, Durst. Also wenn man am Verhungern ist, verdurstet, dann gehen die Werte permanent runter und man kann die erst wieder hochkriegen später durch irgendwelche Götterwunder. Zum Beispiel, ich glaube, Perine macht das. So. Sieht doch ganz gut aus. Ja, dann schauen wir mal, Drache. Vielen Dank, endlich bin ich frei. Und nun wehe den Menschen, die mir noch einmal begegnen. Euch aber will ich als Zeichen meiner Dankbarkeit dies hier schenken. Und nun lebt wohl, haltet euch den Rücken frei. Zielt genau, spart Pfeile. Und versucht niemals einen Drachen reinzulegen. So, also wir haben hier eine Kristallkugel geschenkt bekommen von ihm. Ab dem zweiten Teil kriegt man dafür plus 2 Sinnesschärfe. Kriegen dann die vorderen, gebe ich jeden 2 Stück sehr wahrscheinlich. Und das hier ist dieser magische Wurfdolch, den sich Nahema natürlich direkt mal anguckt. Obwohl, wir machen das aber in einem schönen Pausenmenü. Nahema, Zaubersprechen, Hellsicht, Odem Arcanum. Ja, da war er doch schon gewesen. Wurfdolch. Der Wurfdolch ist magisch behandelt worden. Zaubersprechen. Hellsicht, Analyse. Ah, nicht mehr genügend Punkte. Ja gut, dann machen wir das gleich. Das ist ja kein Problem. Und es gab ein paar Heiltränke. Und einen Zaubertrank. Dokument, Empfehlung schreiben. Steht da drin. So, ja, ich weiß nicht, ob das wichtig ist für die Trigger-Sequenz. Deswegen nehmen wir das mal und sie kriegt das Empfehlungsschreiben. Das braucht sie auch später nochmal. So weit, so gut. Damit hätten wir die Drachenhöhle komplett erforscht. Schauen nochmal, was hier ist. Ich glaube, das ist nämlich nur eine Sackgasse. Also man rennt hier komplett sinnlos hin. Aber eine tiefe Stimme meldet sich zu Wort, als ihr diesen Raum betretet. Da haben wir euch aber schön reingelegt. Lauft diesen langen Weg mal wieder schön zurück. Ja, so ist das. Einfach in eine Sackgasse gerannt. Und die Stimme waren sehr wahrscheinlich die Programmierer. Obwohl, was ist das hier? Nahema, Hellsicht, Penetritzel. Ah, nicht genügend. Ja, komm, dann. Zaubertrank. Nahema, Hellsicht. Penetritzel. Ja, alles nur Mauerwerk. Und hier gibt es sonst nichts. Ah, ich hätte auf der anderen Seite rausgesollt. Da, genau. Ah! Blöde Flammenfalle.
Ausgelaugt verlasst ihr diesen Ort und macht euch langsam wieder auf den Weg nach Runenshaven, eurem ursprünglichen Reiseziel. So, wo war hier der Tempel? Da hinten. Puh, ja, Svafnir. Das war das Let's Play 34. Die Zwölfe mit euch, nieder mit dem Namenlosen und wir sehen uns im nächsten Video.